Und damit herzlich willkommen zurück zu Still Wakes the Deep. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Wir sind ja letztes Mal hier angekommen, wollten den Generator reparieren. Hat nicht so gut funktioniert, es hat eher alles Licht ausgemacht. Es ist wunderbar. Und jetzt dürfen wir uns durch die Räume durchkämpfen mit einem Monster an unserem Arsch. Ja. Wir hatten letztes Mal den Schlüssel eigentlich mitgenommen, aber das wurde anscheinend nicht gespeichert. Auch nicht schlimm, nehmen wir ihn halt nochmal mit. Gut. Gut, dürfen wir jetzt abhauen und uns verstecken, ganz viel, und uns fürchten und uns in die Hose machen, weil uns ein riesiges Monster verfolgt und wir eigentlich in der Küche hätten uns verstecken sollen, wo alle Vorräte sind und wir sicher sind, weil die Monster uns dann niemals suchen werden. Ich weiß nicht, ob... Fuck! Klasse. Wer muss schon Leitern benutzen? Ich kann einfach runterspringen. Ich meine, im Moment ist ja nichts da anscheinend. Aber wer weiß, wann sich das ändert. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich genau hin muss. Ich muss zum Generator gehen. It's not that way. Nicht? Ich kenne aber keinen anderen Weg hier. Oder willst du an das Ding hier direkt? Wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Das wird laut. Das lockt Viecher an. Ich meine, brauchen wir denn unbedingt Strom? I can see where the fault is. It's blowing a fuse back in mud handling. Mud handling? Is that nowhere the deer is? Yes, it's coming back. You need to move. Get back to mud handling and fix that fuse. Warum muss ich denn alles machen? Wofür bist du denn da? Er ist direkt über mir. Gehört das zu ihm oder sind das irgendwelche losen Kabel? Niemand, niemand, es ist gar keiner da. Das hat er auch schon vorher, glaube ich. Dass hier so viele Versteckmöglichkeiten sind. Okay, er ist da oben. Das heißt, wir können jetzt ganz schnell einmal hier durch. Das Problem ist, wir müssen jetzt da hoch. Kannst du darüber gehen, wo ich das Ding hingeschmissen habe? Sehr gut. Jesus. Gib mir diese Dose. Ist auch noch eine, aber egal. Wo will ich jetzt überhaupt hin? Darüber? Hier rechts lang? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was mein Ziel ist. Hier scheine ich relativ safe zu sein, oder? Ja, vielleicht nur relativ. Wirklich nur relativ. Aber wo ist überhaupt mein Ziel? Was steht da hinten? Mud Handling. Okay, das ist mein Ziel. Jesus! Ich bin gar nicht da. Ich weiß nicht, was du da gehört hast.
Das sieht wunderschön aus. Ich weiß aber nicht, ob ich das Ding umlaufen kann. Also diese Klappe da. Der ist ultra angepisst gerade. Die Frage ist, kann ich irgendwas dagegen machen? Hey! Ich habe irgendwie das Gefühl, er weiß, wo ich bin. Er weiß nur nicht, wie er an mich rankommt. Was ich im Schilde führe. Das ist jetzt ein kleines Problem. Vor allem, da er auf meine Ablenkung nicht reagiert hat. Ich komm da doch nicht lang! Verdammter Penner, geh weg! Ja. Ich weiß nicht, was sein Plan ist, weil irgendwie kommt er immer auf mich zu, selbst wenn ich die Dinger woanders hinwerfe. Jesus! Ja, ich muss rennen. Aber durch ihn durchzurennen ist, glaube ich, keine gute Idee. Der ist ultra angepisst. Kannst du mal bitte ganz woanders hingehen? Ja. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem, weil ich komme hier nicht weg. Also selbst wenn ich sagen würde, ich... Renn! Und mach diese verdammte Tür zu! Ei. Jesus, meine Worte. Ich glaube aber, das war nicht das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Ich glaube, wir müssen hier hoch anscheinend. Wir hören ihn heulen. Irgendwo in der Entfernung. Er kommt wahrscheinlich gleich aus irgendeinem Loch gekrochen. Ich sage ja, auf dem ganzen Weg hierher waren Versteckmöglichkeiten. Die sind ja nicht ohne Grund da, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So wie das hier zum Beispiel. Oder hier. Aber noch ist kein Monster da. Mathe-Handling. Können wir diese Tür hier schließen, bitte? Ich gehe mal nicht durch die Tür. Das macht nur wieder Lärm. This is Mortano. So fuse box has to be somewhere. Ja, das ist schön. Und wahrscheinlich wird auch gleich ein Aldair oder wie der Typ heißt hier sein. Ein großes Monster halt. Okay, wir suchen eine fuse box. Das heißt aber, wenn wir das hier wieder anschmeißen, macht es ganz großen Lärm und der Typ kommt auf uns zu.
Und warum reparieren wir das überhaupt? Ich dachte, die andere da, die, wie sie auch immer hieß, wollte das machen. Wir waren für den Generator zuständig. Warum müssen wir jetzt alles machen? Ist abgeschlossen. Du kommst hier nicht rein, ne? Sehr schade, du bist ein bisschen zu fett für den Eingang. Ist das denn echt eine Ersatzfuse? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Du kommst so nicht an mich ran. Wir haben da diesbezüglich ein kleines Problem. Kann ich nicht einfach hier durch? Kannst du den nicht aufmachen? Den kannst du doch bestimmt aufhebeln. So, what the fuck? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo ich hin muss. Hier nicht durch. Warum kann ich hier nicht durch? Ei. Ich bin immer noch hier. Ich weiß nicht, ob er an mich rankommt, wenn ich diese Tür aufmache. Aber es wäre nett, wenn du einfach mal in eine andere Richtung gehst, dann laufe ich nämlich darüber. Ei. Du schiebst jetzt hier Patrouillen, ne? Ja. Warum habe ich das Gefühl, wenn ich diese Tür öffne, hört er das? Tatsächlich nicht. Wie passt du überhaupt durch diese Tür durch, ey? Nee. Hier scheint irgendwie eine sehr große Menge von dem Zeug zu sein. Abgeschlossen. Ehrlich. Müsste der das nicht auch hören? Hier durch? Er ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob es intelligenter ist, wenn wir runtergehen oder hier oben bleiben. Da ist er. Ah, das ist schon ein sehr widerlicher Mistkerl, ey. Und der hat's auch voll auf mich abgesehen. Ich weiß halt nicht, wie hoch diese Entdeckungsreichweite von den Viechern ist, aber... Ich sag mal so, solange er direkt über mir ist... Würde ich eigentlich ungern hier durch die Gegend laufen. Kannst du nicht ein Stück darüber gehen wieder? Ich weiß nicht, was du da oben willst. Bin bestimmt nicht an der Decke. Er ist immerhin noch nicht aggressiv geworden.
Wo müssen wir jetzt von hier aus hin? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was unser Ziel gerade ist. Nicht da oben in die Tür rein? Pump Control? Muss ich da hin? Ei. Du solltest auf jeden Fall mein Licht sehen eigentlich, aber ich bin froh, dass du es nicht tust. Jetzt geh doch mal weiter, meine Güte. Was gammelst du denn die ganze Zeit immer an einem Ort rum? Vielen Dank. Jesus. Eine Taschenlampe gibt auch langsam den Geist auf, ne? muss ich hier irgendwas machen? Oder einfach durch die Tür hier? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, das ist schön. Was machen wir jetzt hier? Einfach den... Also den einfach anmachen? Jesus! Geht die Tür jetzt auf? Nein, natürlich nicht. Okay, was ist jetzt mein... Okay, Telefon. Telefon! Darauf habe ich gewartet. Weitere Anweisungen bitte. Ja, hallo? Finley? Cat? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig is me, though. We're starting to sink. Are you kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension winches in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so he'll be used to praying. Yeah, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this. Aber das ist wenigstens mal ein Argument, warum wir handeln sollten, wenn die Bohrinsel sinkt. Okay, Säule A und B. So, jetzt kann ich verstehen, warum wir handeln müssen. Davor war das alles so, ja, warum verstecken wir uns nicht einfach? Kann ich jetzt die Tür? Ja, auf magische Weise ist sie auf einmal offen. Hui. Hätte man ja wenigstens dem Strom zugute geben können. Dass das eine elektrische Tür war oder sonst was. Kann man so schließen? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Zu den Pontons. Schauen wir mal, wie sieht's denn draußen so aus? Gehen wir überhaupt noch draußen? Ich hoffe, wir gehen gar nicht nach draußen. Eingang A-Säule. Brauche einen Feuerlöscher. Ich könnte auch einfach reinlaufen. Mit dem Eimer hier, ist da Wasser drin? Es war nicht bei jedem Feuer Wasser gut, aber was anderes haben wir gerade nicht. Hm. Das ist schlecht. Dazwischen ist auch kein Feuerlöscher. Ja. Wir haben nicht so viele Optionen. Ich weiß nicht, was der Plan hier ist. Soll ich mit der Leiter draufhauen?
Soll ich echt einfach durchrennen? Hier ist ein Feuerlöscher, ich bin nur blind. Nevermind. Lösche das Feuer. Was bringt hier überhaupt? Das ist alles Metall. Hier gibt's doch nichts, was brennen kann. Brauchen wir den Feuerlöscher noch? Was passiert da unten gerade? Kann ich hier hoch? Ich kann hier runterklettern, okay, never mind. Und jetzt wird wieder Assassin's Creed Style geklettert. Hier drüber. Ganz wir. Ja, spring schon, Junge. Ja, wäre ja nicht das erste Mal. Würde ich nicht vielleicht aufs... Okay, das ist der Plan, aufs Counterweight zu springen. Aui, though. Ich meine, entsprechend der Umstände bestimmt, aber... Ich finde das interessant, dass es weiß, wie weit das Counterweight runterfahren muss. Und wenn ich einfach mit dem Counterweight runterfahren? Müssen wir jetzt hier hochklettern oder was? Oder... Ne, wahrscheinlich hier... Ich meine, da hier eine Leiter ist... Möchte ich einmal gucken, was hier oben ist, aber wir müssen anscheinend darüber springen. Überhaupt irgendwas? Oh, Christ. Ja, schön. Wer ist das? Einer von deinen Kollegen? Erfahren wir mehr oder? Na ja, gut. Springen wir halt da dran, wie so ein lebensmüder Affe. Und jetzt? Was ist unser Plan? Wir sind von da gekommen. Wo sollen wir denn jetzt hier runterklettern? Zur Seite? Wir können nicht zur Seite, wir können nicht runter, wir können nur hoch. Ich weiß, hier ist auch noch so ein gelbes Ding, aber hier steht nichts von Klettern. Ich glaube, wenn ich irgendwo hin... Wahrscheinlich darüber. Oh, ja. Komm schnell von diesen Dingen weg, bevor hier alles zusammenbricht. Links, rechts. Ich sehe nichts. Also. Okay, Licht. Licht hilft. Müssen wir hoch? Ich hätte gedacht, da so rüber oder da so rüber. Aha. Okay. Ich war anscheinend gerade nur ein bisschen zu tief. Wir müssen alles anwenden, was wir bisher gelernt haben. Fast so wie das finale Level, was es womöglich sogar ist. Es drin. Brody musste dann like sie. So, Counterweight weiter nach unten fahren. Fuck. Oder auch nicht. Okay, das heißt wahrscheinlich wieder nach oben, oder? Wo muss ich jetzt hin? Nein, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ich wollte nicht klettern. Ich wollte fragen, wo ich hin muss. Die Fusebox ist da drüben. Wie kommen wir da rüber?
da lang. Aber brauchen wir dafür nicht das Counterweight? Ach, wir können hier rüber klettern. Oh Gott. Brauchen wir dann das Counterweight überhaupt noch? Feuer! Feuer! Warum ist die Fusebox auch an so einem beschissenen Punkt? Das ist immer genau die gleiche Fuse. Ich glaube, ihr solltet da mal irgendwas ändern, weil es ist immer die eine, die rausspringt. Counterweights are fucking gold. Sollen wir jetzt wieder zurückgehen oder was? Wo ist es denn überhaupt? Jesus! Ich meine, wir können auch einfach unten ins Wasser springen, warum nicht? Ich weiß nicht, was unser Plan mit dem Counterweight ist, aber... Ich denke mal, Cass weiß schon, was er tut. Hoffentlich. Müsste das andere... Also müsste nicht irgendwas auch hochfahren, wenn das das Counterweight ist? Jesus, meine Güte, stellst du dich gerade an? Er fällt überall runter, bleibt überall hängen, bricht sich beide Beine und wahrscheinlich noch mehr. Aber wir sind jetzt fast ganz unten. Ich weiß nicht, was wir hier unten wollen. Aber Cass weiß es bestimmt. Ist das hier Öl? Das ist Wasser. Wahrscheinlich beides gemischt. Eine ölige Schicht obendrauf. Oh, thank Christ. Here it is. Okay, pullen, dann irgendwas ziehen und dann rollt sich das auf. Also erstmal hier dran ziehen. Okay. Back to the winch controls. Und dann hier. Fucking understatement. I've done the first cable. You need to do the same in leg B through the pontoon. Right. Dann müssen wir darüber. Hope so, pal. Fucking hope so. Sollte das nicht irgendwann aufhören, sich zu drehen? Ansonsten reißt das gegebenenfalls. Ich meine, es ist ein dickes Stahlseil. Deswegen scheint das sich hier schneller zu bewegen als hier. Aber trotzdem, irgendwann ist auch das an einem Höhepunkt. Sollen wir jetzt schwimmen gehen oder was? Vorne ist Leg D. Oder können wir hier einfach so rüberklettern? Meine Güte, was ist denn los mit dir? Jesus. Ja, anscheinend gehen wir schwimmen. In einer schönen, öligen Schlammmasse. Sehr warm ist das hier wahrscheinlich nicht. Das ist auch gar nicht so tief. Vielleicht ist es doch alles Öl. Wobei, wenn alles Öl wäre, dann könnten wir hier drin nicht schwimmen. Öl hat nämlich keine hohe Dichte. Da würde man einfach durchflutschen. No Headroom? Soll ich tauchen oder was? Ach du Scheiße. Hier mal Luft holen? Nicht? Okay, dann tauchen wir halt durch. Jesus. Wie viele Leichen sind denn hier? Oh, da ist jemand. Ja, bestimmt ein. Ich meine, wie viele Leute waren denn auf dieser Ölplattform?
von dieser Bohrinsel. Da werden bestimmt einige noch rumgammeln irgendwo. Ist, soweit ich weiß, ist ja keine entkommen. Die einzige Möglichkeit zu entkommen, weil die Rettungsboote ja kaputt waren, war ja der Helikopter. Und da waren genau zwei Leute drin, die auch umgekommen sind. Also, ja. Kannst ja mal erzählen, wie viele Mitarbeiter die Insel wohl hatte. 90% davon sind wahrscheinlich hier irgendwo tot verstreut. So, was wartet denn jetzt hier auf uns? Das ist so eine schöne große Halle. Irgendwas ist doch bestimmt im Wasser. Hallo? Warum rufst du immer? Hast du doch nicht gelernt, dass hier Monster umhergehen? Wie scheuchst du doch damit auf? Meine Güte, was ein Vollidiot. Ist darüber anscheinend. Taschenlampe ist auch nicht gerade sehr stark. Was kommt jetzt aus dem Wasser raus? Zur Hölle. War das richtig rum? Das war falsch rum. Gott, how did they even get there? Frag das doch nicht. Frag lieber er, was sie umgebracht hat. Meine Güte, ey. Hoff einfach darauf, dass dir nicht das gleiche passiert wie deinen Kollegen hier. Dann ist alles gut. Aber so wie ich dieses Spiel kenne, ist die Wahrscheinlichkeit hier sehr hoch, dass uns doch was passieren wird. Nice. Und nicht eine Fluchtmöglichkeit. Fuck, fuck. Müssen wir auch noch schwimmen. Was soll ich gedrückt halten? Rechtsklick? Greifen? Wonach soll ich denn greifen? Ich weiß nicht, was wollt ihr von mir? Ich muss erstmal irgendwo Luft holen. Greifen. Los aus diesem Wasser raus, ey. Das ist ja widerlich hier. Mit dem ganzen Öl. Ja, diese Tür sollten wir auf gar keinen Fall öffnen. Doch lustig aus. Das hier geht bestimmt nicht auf, oder? Geht doch auf. Was haben wir hier? Schmutzfiltergitter. Ah, okay, das müssen wir hochheben. Ansonsten sollten wir da echt nicht durch. Hi. Ja, ne? Hui! Hui! Haben wir uns schon mal einmal in den Kopf gestoßen und hier ist eine Leiter. War doch ganz lustig. Ich sag ja, wie eine Wasserrutsche. Was hat hier gerade Wasser nach oben gespritzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu spät ist, weil ich glaube nicht, dass es jetzt aufgeht. Wahrscheinlich sollten wir jetzt eher nach oben schwimmen. Ja, das geht nicht auf. Haben wir oben noch eine kleine Luftfläche?
Ich meine, so haben wir uns Treppenlaufen erspart. Okay. Ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Sofern es noch weiter nach oben geht, ist ja alles gut. Aber wenn wir an der Decke ankommen, so wie hier, haben wir echt eventuell ein Problem. Ich glaube, wir werden sterben, weil ich habe keine Ahnung, wo es hier rausgeht. Hier vielleicht? Meine Güte. Haben wir ein Glück. Ja. Wir haben Glück, dass wir überhaupt einen Weg gefunden haben. Kommen wir denn jetzt überhaupt noch zu Bereich B da oder zu Säule B? Ist das Säule B? Ist das der andere? Wenn es sich leert, ist das gut, aber ich sehe davon noch nicht so viel. Sieht hier auch gar nichts, ey. Mach's auf. Okay. Ich sehe nichts mehr. Wie bin ich denn eingesunken, ey? Komme ich hier irgendwo durch? Das sieht irgendwie nicht danach aus. Aber diese Taschenlampe ist auch so useless. Man sieht fast gar nichts und unter Wasser ist es doch schlimmer. Ja, atme es doch nicht ein. Du sollst es nicht schlucken. Nicht in den Mund nehmen. Einfach nur die Luft anhalten, ey. Was passiert hier jetzt? Bereich verlassen? Das war irgendwie ein merkwürdiger Bereich. Ich warte immer noch darauf, dass ein Monster kommt. What the f... Ja. Alter. Und irgendjemand ist da. Ruf bloß nicht. Halt bloß die Schnauze, Junge. Nein! Hallo? Ach, Junge. Er lernt nie. Is that you? Go away. Ja, wir gehen ja schon. Nein! Geh einfach weiter. Er wird auch gleich zu so einem Monster. Ja, mach ich. You can hear me, can you? You understand me? Fuck, Jesus. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. Das hättest du nicht sagen sollen. Sag doch einfach, ja, wir holen Mary und auf Wiedersehen. Jesus! Mach die Tür zu. Mach einfach die Tür zu. Und die hier auch. Direkt doppelter Schutz hier. Okay. Zweite Zugwindung. Ich hoffe, wir haben hier keine Probleme, weil die sieht sehr kaputt aus. Ja doch, komm. Greif. Und ziehen. Braver Junge. Und jetzt. Ein. Du fasst das an und hältst es fest. Und wir schalten es ein. Oh, das sieht aber sehr hübsch da oben aus.
Immerhin ist er dankbar. Geil, noch mehr Öl. Nicht in den Mund kommen lassen, einfach den Mund zu halten, dann wird alles gut. Du brauchst unter Wasser nicht zu atmen und auch nicht im Wasser. Ab geht's nach oben, mal sehen, wie weit wir kommen. Okay, anscheinend holen wir erstmal irgendwas runter. Und dann fahren wir in die Essenz des Universums ein, anscheinend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir diesen Lift benutzen sollten. Diese ganzen Pollen oder was da oben auch rumschwebt. Das sieht sehr gefährlich aus, wenn wir, also da wir wissen, was es mit den Leuten macht. Aber naja, was soll's. Vielleicht sollten wir das hier zumachen, das ist gefährlich, wenn es offen ist. Aber ja, wenn wir gleich da runterfallen, nur weil die Tür offen ist, ne? Die andere ist übrigens auch offen. Ja, ich stehe hier schon in der richtigen Ecke. Ja, beeindruckend ist es, sag ich ja. Wie die Essenz des Universums. Aber leider verwandelt es alle Menschen in Monster. Wer weiß, was das hier für ein Scheiß ist, ey. Was haben wir da nur ausgegraben? Dass die Kette da überhaupt durchgeht. Naja, auf zum nächsten Bereich. Eingang Wohnbereich. Can I fucking stand this cold? Jesus. Ich habe auch gerade geguckt, ob hier irgendwo so ein Heizgerät ist. Erste-Hilfe-Kasten vielleicht. I don't know. Aber hier sieht es immerhin noch ganz schön aus. Hier muss doch irgendwo ein Heizgerät sein, oder? Da, das sieht nach einem Heizgerät aus. Komm, wärmen wir uns mal ein wenig auf. Ich sag dir immer noch, du musst immer noch die Handschuhe ausziehen. Thank Christ. I better check on Roy. Ja, wir wärmen uns erstmal noch ein bisschen. Ich meine, wir haben es uns ja verdient. Nach dem, was wir getan haben. Naja. Oh, was ist das denn? Die Schleppnetzfischer. Aus dem Band 12 Gedichte von der Küste von Craig Henry Campbell. 1893 bis 1975. Jenseits der Eissturm-Vogelschwärme stehen pechschwarze Klippen eng an eng und trotzen der eisigen Gischt. Von hier aus ziehen die gelben Lichter der Trawler ewige Kreise, bis sie verglühen. Durch die bleischwere Stille der Winternacht hallt nur das leise Klagelied der Wellen. Die alte Beira hat die Pinne fest im Griff, ächzendes Holz und geschundenes Metall unter ihren Füßen, Zeugen von zahlreichen Schlachten gegen die Fluten. Die Morgenwache blickt auf das Meer, wo Seeschwalben in den Himmel stieben und ihre Schützlinge unter dicken grauen Decken schlummern, die nach Heimat duften. Wir vermissen unsere Liebsten nicht, auch wenn Wellen gegen den Bug hämmern, während wir schlafen und Väterchen Frost wollgraue Wolken zu tosenden Stürmen rafft. Die stille Tiefe behält uns im Blick, doch wir blicken unerschrocken zurück. Wunderschön. Kann ich hier noch irgendwas angucken? Einfach nicht. Das ist ein Unwetter jetzt da draußen, ey. Gut, dass wir drinnen sind. Thank Christ. I better check on Roy. Wo ist denn das Telefon? Ah, nee. Das ist ein Plakat. Ach da. Roy, fuck's sake. Sorry, pal. Gut, dass es ihm noch gut geht, ey. What happened with the chopper? That
cunt tried to go without us, but, well, didn't he work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the Jennies on, and Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but I thought... fuck, I don't know what I thought, but... whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right, it's right. Do you need me to come and get you? No, I can do it. Show this rig out. Immer du dich um die Bohrinsel, als ob wir irgendwas machen könnten jetzt noch. Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Jesus. Kaz. Hi. Sorry, I have to go, Roy. Was war das? Make it to the cabins, all right. Yeah, I'm on the way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Jetzt liebt mich auch noch Jesus. Ruf jetzt wer anders an? Untersuche die Fackel. Telefon. Hello? Hallo? Hallo? Anyone there? Here he is. Listen, I don't have long. I left away with my mum. I had to get to. She's hurting me. I'm going off my head. Suze! Is that you? Oh, Jesus! Ich glaube, dein Verstand spielte gerade einen Streich, weil dieses Telefon ist nur für innerhalb. You wish. I wish I could see you. Ja. I? Well, I feel like an elephant. Christ, what is this? Süß! Ich hoffe, wir verwandeln uns jetzt nicht auch in so ein Ding. Das wäre ein bisschen unpraktisch, wenn es so losgeht. Die Tür hier geht nicht auf. Ich weiß nicht, was wir machen. Meine Fresse, ey. Ich meine, aber ansonsten sieht es hier ja eigentlich noch ganz schön aus, ne? Ja, es fällt das erst jetzt auf. Es ist auch schon die ganze Zeit am Wachsen. Ich weiß nicht genau, was es da verschlingt, aber irgendwas verschlingt es. Ja, ich glaube, so schnell ist Rohöl nicht entzündlich. Vor allen Dingen nicht, wenn hier alles voller Wasser ist. Jesus Christ, what the fuck is happening to me? Ich hoffe nicht, dass du dich infiziert hast. Vielleicht ist das auch alles nur ein Fiebertraum, als wir da ins Wasser gefallen sind. Eigentlich war es nur eine normale Explosion und jetzt schieben wir halt so ein paar Fieberträume. Das wäre doch was. Es war alles nur in seinem Kopf. Auf jeden Fall besser als alles, was hier passiert. Brody! Brody! Unbelievable. Brody. Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finlay is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed or worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst. And I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. Oh God, der ist auch schon wieder da.
Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice. Lasst es doch einfach explodieren und guck, dass wir einfach weit von der Explosion weg seid. Otherwise I, of course, I'd go myself. Christ. All right, all right. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Warum müssen wir eigentlich alles machen? Can I do it? Then you'll need this. Jesus, I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Great. Great. Die Küche noch eine Option? Nachricht von Finlay. Rhodey, ich habe das Radio gefunden, aber kein Signal. Kein verdammter Piep. Du weißt, was wir tun müssen. Es ist unser verdammtes Problem. F. F. F in Chat. Auf Finlay. Eingang, Aufbereitungsanlage. Können wir hier rein? Ach, Tatsache. Irgendwas von Interesse? Kommen wir hier durch? Wahrscheinlich ist das der Weg forward. Meine Güte, halt doch die Fresse da drüben. Nur weil irgendwas explodiert ist. Nein. Ich weiß nicht, ob der hier hoch kann. Aber wir tun einfach mal so, als könnte er nicht hier hoch. Jesus! Warum muss eigentlich alles zusammenbrechen? Runter oder hoch? Anscheinend runter. Ich wäre lieber... Ja gut, nach oben geht's nicht. Aber ich wäre trotzdem lieber nach oben gefahren, weil hier unten ist das... Komische Vieh. Aufzug? Oh, fuck. Jesus! Gut, dass die Tür relativ resistent ist. Ja, viel Erfolg. Anscheinend hast du nicht lange genug gewartet. Lalalala. Hi. Jetzt da beim Alarm? Das war aber ein sehr kurzer Alarm. Was ist das nächste Ziel? Ich muss da vorne irgendwas abdrehen. Wo genau muss ich was abdrehen? Weiß nicht, ob ich hier sicher bin, aber... Er ist jetzt da um die Ecke. Hey.
Wo ist das Ventil dafür? Nein. Sei doch ruhig! Jetzt dreh's einfach auf. Ich meine, Feuer scheint ihm irgendwie überhaupt nicht zu schaden. Ach, meine Güte. Immerhin ist die Tür da schon halb aufgebrochen. Okay, wir nehmen aber anscheinend den besseren Weg. Nämlich der, der versteckt ist. Das ist ein sehr großes Ventil. Okay. Divert the, what was that again? So, Hilfsleitung. Die Gasfackel zur Abfackelung überschüssiger entflammbarer Gase ist durchgehend in Betrieb zu halten. Im Falle von Schäden an der Hauptgasleitung schaltet das Gasumleitventil automatisch auf die Hilfsgasleitung um. Nach dem Umschalten durch das Gasumleitventil entzündet sich die Gasfackel von selbst neu. Warnung: Im Falle einer Fehlfunktion des Zünders muss die Gasfackel schnellstmöglich manuell entzündet werden. Okay. Das sagt mir jetzt nicht, ob ich es nach links oder rechts drehen muss. Und jetzt? Cash, I can see the feet switching here. Glad you're alright. I've started the igniter. Give it a sec. Boom. Can I see anything? Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is pulled back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter again. Fuck. Bei dem Wetter. Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. Ich meine, er kann da ja auch nichts so. Aber es ist halt so, wie es ist. Warum ist hier alles abgeschlossen? Das ist doch voll der Safety Hazard. Kann das Ada hier nicht einfach machen? Jesus, you're fucking joking me. Ja. Jetzt müssen wir hier auch noch Türen öffnen. Ich sag ja, es ist voll die Safety Hazard, wenn man wirklich not am Mann ist. So wie jetzt. Ja, du versuchst euch zu retten. Er ist, glaube ich, nicht mehr zu retten. Ja, da passt er nicht unbedingt durch, aber um herumgehen kann er schon. Ja komm, bitte fliegen. Wie man ein Monster los wird. Der wurde abgeschossen wie eine Rakete. Und jetzt haben wir ein brennendes Monster. Tschüss. Was ich getan habe? Was hast du getan? Du standest im Weg. Ich bin ja dabei! Da war aber so ein brennendes Monster vorher im Weg. Ja, was glaubst du, was ich tue? Ach so, nee. Ja, dann trinke ich hier noch einen Kaffee. Jesus. I'm sorry, love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. He wouldn't let it go.
okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man! You are shitting me, McCleary. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger balls than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on. No, no, you shut it, McCleary. You sit your arse down and you just listen to me. How can we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. Okay, das ist mies. And I will not let you drag those girls down to you. You sort this. Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you, you understand? Ich meine, es mag zwar sein, dass sie klüger ist, aber einfach darauf jedes Argument, also oder jede Diskussion zu stützen, zu sagen, ich hab recht und ich bin klüger, ist einfach dumm. Wenn du klüger bist, dann erkläre bitte, warum dein Vorgehen richtig ist. Wenn du es nicht erklären kannst, magst du vielleicht klüger sein, aber bestimmt nicht klug genug, als dass du immer richtig liegst. Also das ist einfach nur eine dumme Argumentation. Wer klug ist, sollte auch erklären können, warum gewisses Verhalten besser ist als anderes. Und ansonsten, sorry, liegt man selber auch falsch. Finde einen Weg zurück ins Innere. Können wir hier hoch? Oh Jesus. Nee, da fehlt was. Sind wir schon wieder hier unten umschauen? Ach, fucking Christ. Ja, ich meine, es sieht auch nicht schlimmer aus als vorher. Einzige Problem ist, dass wir jetzt auch noch ein Unwetter haben und hier Wellen gegenschlagen und der scheiß Regen und überhaupt. Ach ja. Warum ist alles abgeschlossen? So seriously, what the fuck? Wer hat denn die Schlüssel dafür? Oder wer macht das auf? Solche Notausgänge können doch nicht abgeschlossen sein. Die ganze Bohrinsel hier ist das einzige Safety Hazard, ey. Aber das hatten sie ja selber auch schon gesagt. Naja. Was ist überhaupt mein Plan? Wo will ich hin? Hui! Da und jetzt? Klettern? Oh, da oben. Wir sind hier wieder ein Äffchen, das an Stangen entlang klettert. Jesus. Ja, noch ein kleines Stück. Du hast es gleich geschafft. Jetzt hier runter. Wir rein? Hier ist aber noch was. Brody, wenn du das liest, komm zum Maschinendeck. Ich habe meinen Teil getan. Hoffentlich funktioniert dein Plan. Es ist unsere letzte Chance. F. Aber warum solche Notizen? Das ist extrem merkwürdig. Man weiß doch nie, ob man das wirklich liest. Hello. Eingang Maschinendeck. Vorne ist ein Punkt. Ich weiß nicht, ob die Bohrinsel so sicher ist. Aber wir gehen einfach mal weiter. Der Vorteil ist, das hält wahrscheinlich die Monster ab, weil alles jetzt Geräusche macht. Nachricht von Brody. Finlay, ich komme nicht durch. Das Maschinendeck ist voller Öl. Wir können das schaffen, ich gebe nicht auf. Wir finden einen Weg hinaus. Wir haben Cass verloren, aber wir finden eine Lösung. Mach keine Dummheiten, Brody. So,
wenn Brody hier nicht durchkommt, wie soll Finlay hier durchkommen, um das zu lesen? Ich weiß nicht, diese Zettelchen ergeben keinen Sinn. Und zu fein ist der Herr, sich um durch ein bisschen Öl zu marschieren. In einer Notsituation. Ich würde es jetzt auch nicht aus Spaß machen, aber... Achso, wir haben noch eine Taschenlampe, okay. What the fuck, wir sind einfach durch die Tür gefaced. You fit to help? Christ, can anything help? Aye, if we cut ourselves loose and quit like, it'll buy us time, maybe enough. Do we even know if anyone's coming? We've been off radio for hours, so aye, I should hope so. Finlay. Good. Let's get us. Hey! I thought... Aye, he's a walking, greeting miracle. Are we doing this or no? Aye. We float the rig. I'll dive down and release the tension cables. Warum? We balance out, maybe end up higher in the water. I'll need you both at marine control. It's Roy. Hello, can anyone hear me? I'm now stuck up in some fucking hot on the accommodation roof. I don't know how long I can last without insulin. He's up on the roof. I have to get him. No. Is anybody out there? You have to get to marine control with Finlay. Please. It's a two-man job, and we don't have much time. You think Roy does? Can't I just leave him? I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. But this place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there, and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Plan each step. Jetzt müssen wir Roy retten. Stay calm. Oh, aye, that's exactly how that'll go. Enough! You both know what you're doing. So let's go. Right, yeah, Brody. Roger, nerve, all right, McCleary. I'm coming, Roy. I'll find you. Ja. Ich weiß nur nicht, wir sollten vorher vielleicht noch sein Insulin holen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und hier machen wir erstmal wieder Pause. Hauptmenü. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Folge das Spiel beenden werden. Passend zum Ende des Spooktobers oder zum langsamen Ende des Spooktobers. Und ja, ich bin gespannt, wie es enden wird und wer überleben wird. Mein Tipp wäre bisher, dass die vier, die jetzt noch da sind, überleben werden. Hoffentlich, weil die kann ich eigentlich sehr gut leiden. Aber wir werden schauen. Aber damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht und wenn auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Still Wakes the Deep. Bis dahin. Bye bye.